Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Klarstein Mad Max elektrischen Fleischwolf. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Fleischwolf für dich die richtige Anschaffung ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Fleischwolf unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du bei Interesse also anschauen. Grundsätzlich würde ich sagen, ist ein Fleischwolf etwas für Genießer beim Essen. Für Leute, die sich bei ihren Mahlzeiten wirklich Zeit lassen und ja, eben den Genuss am Essen schätzen. Denn es schmeckt natürlich sehr, also für viele Leute schmeckt es deutlich besser, wenn sie wissen, ja, was in ihren Fleischprodukten alles drin ist. Ja, da gibt es ja viele Rezepte, die man umsetzen kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, so dauert die Zubereitung vom Essen natürlich länger, als wenn du dir das fertige Produkt einfach kaufen würdest. Ja, sprich, es ist was für Leute, die sagen, hey, ich nehme mir die Zeit, um mir selbst eine schmackhafte Mahlzeit zu machen. Ja, es gibt halt auch Leute, die sagen, nee, ich kaufe mir lieber das fertige Endprodukt und fertig. Muss also in der Hinsicht jeder selbst entscheiden. Was den Funktionsumfang von diesem Fleischwolf anbetrifft, so bin ich der Meinung, dass sich dieses Küchenzubehör in der Tat sehen lassen kann. Meiner Ansicht nach hast du hier einfach die Funktionalität, die du von einem Fleischwolf erwarten kannst, zu einem Preis, den ich persönlich als fair bewerten würde. Hier muss aber wirklich jeder Foodie auch sich sein eigenes Bild machen, ja? Denn es gibt sehr, sehr viele Fleischwölfe auf dem Markt. Also schau einfach mal, was da am besten zu dir passt. Meiner Auffassung nach ist das ein fairer Preis, was diesen Fleischwolf anbetrifft. Und genau. Ja, wie bereits gesagt, wer sagt, ja, Essen ist wirklich eine Leidenschaft von mir, das macht mir Spaß, hier lasse ich mir Zeit. Für den kann so ein Fleischwolf definitiv eine schöne Anschaffung sein. Besonders gerne genommen, um sich Hamburger-Patties selbst herzustellen, ja. Denn so ein selbstgemachter Hamburger, der kann halt auch wirklich, wirklich super schmecken. Und man muss sagen, je nachdem, wo du den Burger sonst kaufen würdest, also da gibt es auch Restaurants, wo die relativ teuer sind tatsächlich. Da könnte es möglich sein, dass auf die lange Sicht gerechnet sich der Fleischwolf in der Hinsicht sogar als sparsam erweist. Also wenn du halt, ich sag mal, Monate oder vielleicht ein Jahr lang oder so deinen Burger selber machst, anstatt den immer in zum Beispiel in einem teureren Restaurant zu kaufen, könnte es sogar sein, dass sich das dann unterm Strich irgendwann lohnt. Was jetzt den Preis anbetrifft, muss jeder selbst ausrechnen, was halt seinen Burgerkonsum anbetrifft. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass sich aber der Funktionsspielraum, also das, was du mit diesem Fleischwolf hier machen kannst, wenn ich mir das in Relation zum Preis setze, bin ich persönlich der Ansicht, dass sich dieses Küchenzubehör lohnt. Wie bereits gesagt, insbesondere wenn man sich gerne Zeit lässt bei der Nahrungszubereitung, bin ich der Ansicht, dass sich dieser Kauf in der Tat lohnen kann, ja? Muss aber im Endeffekt jeder Freund des genussvollen Essens selber entscheiden. Das Amazon-Angebot zum Fleischwolf verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir mein Video weitergeholfen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen guten Appetit. Alles Gute, ciao.